Herzlich willkommen beim letzten Morgensblogger der Welt. Heute geht es um Concrafter und seine arrogante Art und Weise gegenüber einem Club. Und ich fand es mal ganz interessant, dieses Thema auch nochmal aufzugreifen, denn in der letzten Woche hat Luca ein Video hochgeladen, was ein wenig für Fragezeichen bei mir gesorgt hat. Und ich frage euch, seht ihr das ähnlich wie Luca und gebt ihm vielleicht sogar recht? Oder sagt ihr, das geht schon in eine Richtung, die ist einfach too much? Für alle, die mit Concrafter überhaupt nichts anzufangen wissen, ja, 3,7 Millionen Abonnenten ist quasi auch ein YouTube-Urgestein, wenn man so sagen will. Und er hat 2,4 Millionen Follower auf Instagram, also eine ganze Menge an Reichweite. Und diese nutzt er anscheinend auch ganz gerne mal für Zusammenarbeiten, unter anderem mit Clubs aus. Dagegen ist jetzt eigentlich auch nichts zu sagen. Es ist eine Win-Win-Situation für beide, wenn wirklich Leute eine Zusammenarbeit mit ihm machen wollen und seine Reichweite möchten, dass er dann auch was davon hat. Also im Umkehrschluss machen das sehr, sehr viele. Und das ist jetzt nicht wirklich was Verwerfliches gegen. Auch ich mache das ja schon ab und an bei meiner kleinen Reichweite. Also dagegen möchte ich gar nichts sagen. Aber die Art und Weise, wie er im Video rüberkommt und wie er das Ganze eingefordert hat, finde ich dann schon sehr arrogant. In dem Video von Concrafter kam er sehr arrogant und abgehoben rüber. Er hat es dem Club vorgeworfen, was er selber in dem Video war. Also ich finde das schon ziemlich krass, wie fern von der Realität manche leben, denn er hat dort in diesem Video die Sprachnachrichten bzw. die Nachrichten im WhatsApp-Verlauf von dem Clubbesitzer gezeigt und auch die gezeigt, die er so geschrieben hat. Und die waren schon sehr fordernd. Es ist vollkommen legitim, vielleicht auch eine Gegenleistung zu fordern gegen eine Leistung wie eine Instagram-Story, aber das Ganze dann so penetrant einzufordern, wie er das dann gemacht hat und auch nochmal nachzuhaken, ob das auch nicht wirklich eine Absage jetzt sei und Co. Und wie könnte man denn nur ihm absagen? Das ist dann schon irgendwie eine Art und Weise, die ich nicht so richtig cool finde. Ich finde, der Clubbesitzer hat absolut richtig reagiert und hat gesagt, ja, der Club funktioniert auch so ganz gut, auch ohne die Instagram-Story, denn was bilden sich die ganzen Influencer mittlerweile ein? Man kann das als Vorschlag machen und wenn ein Clubbesitzer Bock drauf hat, dann ist das vielleicht eine Win-Win-Situation, dann ist das für beide okay. Aber so nachzuhaken und darauf wichtig zu machen, nur weil man ein paar Millionen Leute auf Instagram erreichen kann, wo dann ein paar 10.000 Leute dann vielleicht sagen, oh, der Luca ist in dem und dem Club, den merke ich mir jetzt vielleicht. Ja, das ist dann irgendwie eine Art und Weise, die finde ich mittlerweile einfach nur noch ekelhaft und scheiße. Das muss ich ganz klipp und klar sagen. Ich habe gegen ihn persönlich jetzt nicht... Ich kenne ihn nicht wirklich, ich habe aber langfristig sowieso mal ein Video zu ihm geplant, weil er einige Male schon in der Vergangenheit negativ aufgefallen ist und ich fand die Art und Weise, wie er in diesem Video rüberkam, ziemlich daneben. Ich verlinke euch das Originalvideo auch nochmal, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen einen Überblick verschaffen, was er da so gesagt hat zu. Ich fand das auf jeden Fall ziemlich daneben, aber ich möchte hier keine Ausschnitte benutzen, weil er bei Studio 71 ist und die claimen ganz gerne mal, beziehungsweise striken auch. Von daher möchte ich da ganz gerne von Abstand nehmen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema sagt und schlagt auch gerne noch weitere Videos vor für die nächste Woche. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen auch weitergeht auf YouTube. Da kann gerne mal wieder ein riesiger Skandal kommen. Dann haben wir auch wieder was zu tun hier. Also bis bald und ciao, ciao.